Hallo Leute, ja, ihr seht schon wieder, beziehungsweise wieder, also ihr seht, ich bin arbeiten, das heißt, ich habe meine Energie heute Nacht ordentlich gerupft und heruntergespielt. Und in den letzten 3 Minuten 30 möchte ich euch mal die Ehre gebühren und ein paar, ja, Grüße loswerden, beziehungsweise ein paar Nachrichten, die ich hier so von vielen Leuten bekommen habe in den letzten Tagen. Ja, mal durchgehen, dass ihr. Manche haben geschrieben, ja, da kann ich mal im Video sein und so. Und ich denke mir, ja, die 3 Minuten kann ich mir jetzt mal nehmen und euch zeigen. Wer das nicht sehen möchte, der kann jetzt einfach 3 Minuten nach vorne spulen, dann dürfte das hier vorbei sein. So, Homerunner schreibt, machst echt ein geiles Let's Play. Ich guck's mir gerade an. Ja, danke. Vanni, ich mag deine Videos sehr. Dankeschön. German Gangster, ja, das ist wahrscheinlich wieder eine Frage. Hi, ich gucke deine Let's Plays. Hero Zero, ich wollte fragen, was man am besten skillen sollte. Wäre nett, wenn du mir helfen könntest. Ja. Ja, was soll man da sagen? Also, ich bin immer noch der Meinung, dass man gerade am Anfang Grips und Intuition ziemlich hochhalten sollte und Kondition fast direkt dahinter und Kraft eher ein bisschen vernachlässigen. Natürlich sollte es im Verhältnis trotzdem ziemlich hoch sein, aber nicht ganz, also knapp vielleicht 100 bis 150 weniger als Grips oder Intuition. Manche gehen auch auf die Skill-Technik, dass sie ein was von Grips oder Intuition ganz nach unten lassen, also 20, 30 Skillpunkte und dafür die restlichen, ne, 3 ordentlich Skill. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich bin nicht der Meinung, dass mir das hilft, wenn ich da ein was wirklich vernachlässige. So, Superfreak33. Hey, ich finde, dass deine Videos auf YouTube echt klasse sind. Ich habe aber eine Frage und zwar, was ist Missy-Kondi-Kleidung? Ich hoffe auf eine Antwort. Yo, Missy-Kondi-Kleidung, das heißt einfach, man hat Kleidung an seinem Char, wo die Kondition, wo fast nur Kondition geskillt wird. Also natürlich auch ein bisschen Grips und Intuition, aber vor allem Kondition. Also sagen wir mal, Kondition liegt dann bei 800 Skillpunkten und Grips und Kondition, Grips und Intuition bei 300 jeweils. Das ist dadurch wichtig, beziehungsweise sinnvoll, da man gerade bei Kampfmissionen, die man ja eh so gut wie immer nehmen sollte, dadurch einen längeren Zeitraum hat, um den Kampf länger zu gestalten, weil man halt mehr Leben hat. Und dadurch kommt Grips und Intuition vielleicht öfters mal vor, also dass man kritisch trifft oder ausweicht und dadurch könnte man auch die schweren Gegner leichter besiegen. Also dadurch hat man dann vielleicht eine Chance von 80% schwere Gegner zu besiegen und ohne hat man vielleicht, ja, 65 oder so. Also ja, kann ich jedem nur ans Herz legen, wenn man wirklich immer sich umziehen möchte zwischen Missionen, Duellen und Teamkämpfen und ja, muss man halt selber wissen. Zocker 13 sagt, coole Videos, kannst du mich mal zeigen oder so? Ja, habe ich gerade getan. Natürlich ist auch die Rechtschreibung von vielen Leuten sehr belustigend, deswegen zeige ich es auch mal. Machst echt coole LPs, freue mich wieder. Bitte zurückschreiben. Ja, später vielleicht. So, Maxiku, bin dein größter Fan bei YouTube. Mach please mehr Videos. Und wenn du mich vielleicht mal in deinem Video erwähnen könntest, kannst, wäre das toll. Like immer alle deine Videos und hab dich abonniert. Ich danke dir, Maxiko, und deine Bitte ist mir soeben Befehl gewesen. Du musst mal schneller leveln. Warte, ich sag, wer ich bin. Ich bin Spieletrennfan, habe heute bei dem Video dir einen Daumen nach oben gegeben und liebe deine. Nee, ich liebe deine Videos, mega geil. Du musst aber schneller leveln. Ich weiß, dass ich auch nicht gut bin, aber ich sage es dir nur so, die Arbeit ist abgeschlossen. Also bitte. Ja, schneller leveln. Aber was soll ich sagen? Also, ich habe heute meine Energie schon wieder weg und bin gerade mal 2 Level höher als Delphi, der bei uns an der Teamrangliste Erster ist. Also, ja, also die Runde ist jetzt erstmal vorbei. 4 Minuten sind vorbei. Aber ich kann dir ja mal zeigen. Top 10. Stufe. Top 10. So, ich bin hier auf Platz 1, weil ich heute schon gelevelt habe. Die anderen hier haben alle noch nicht gelevelt. Keiner von denen eigentlich. Die waren gestern alle schon so hoch. Ja, und 2 Level höher. Delphi wird heute wahrscheinlich wieder auf Stufe 75, 76 oder so gehen. Ich weiß selber nicht, wie er das macht. Ich gehe nur auf Erfahrungsmissionen. Und ja, irgendwie ist bei mir ein bisschen der Wurm gerade drin. Am Anfang konnte ich mich noch ordentlich halten, konnte noch ordentlich mitziehen, aber irgendwie geht das jetzt nicht mehr so ohne weiteres. Ja, probieren wir mal. Verloren. Wer hätte es gedacht? Naja, Wayne. 72 Ehre verloren. Trotzdem Münzen bekommen. Und ich habe die 100.000er-Grenze erreicht. Juhu!
Die werde ich dann knallhart mal ins. Also, das ist jetzt nur durch die Nacht, wo ich gelevelt habe. Gestern Abend habe ich alles weggegeben ins Team. Und ja, minus 15. Schlecht, 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 schlecht. Brauchen wir nicht. So, jetzt schauen wir hier mal. Ich kann noch 18 Fähigkeitspunkte. Das habe ich mir extra fürs LP aufgehoben. Ja, da mache ich erstmal Kraft auf 65. So, 65 und die restlichen verteile ich hier auf Kondition, Grips und Intuition. Ja, irgendwie, ich hatte vorhin teilweise mal knapp 850 Kraft und da dachte ich mir, scheiße, das muss wieder runter, also so kann ich nicht vor die Kamera gehen. Ja, und da habe ich ein bisschen geblättert und habe doch einigermaßen gutes Equip gefunden, wie zum Beispiel hier. Ja, ihr seht, ich habe nicht mehr so viele epische Teile, weil wirklich manche wirklich viel besser waren als meine epischen von Anfang. Und ja. Ja, ich habe hier schon ordentlich Equip gefunden, ne? Wenn man das so sagen darf. Die Maske ist natürlich richtig geil, schön episch. Ja, und habe jetzt knapp 1000 und freue mich. Ja, hier war ich durch. Gehen wir mal wieder. Jojo-Insel bin ich jetzt. Oh, ab Stufe 90 komme ich erst in Gamble City. Naja, das dauert noch ein wenig. Ich habe euch ja versprochen, ich habe gestern, nein, nicht gestern, am Samstag habe, heute ist übrigens schon Montag, am Samstag habe ich den Teamkampf von abends aufgenommen. Den werde ich ans Ende noch reinschnibbeln. Und ja, er war ziemlich spannend, sehr spannend, um genau zu sein. Aber seht selbst, wie er ausgegangen ist. So, die Frage ist, mache ich jetzt hier erstmal weiter, Stufe 60, oder versuche ich immer noch den scheiß Batman hier? Der geht mir so auf den Sack, ich krieg den einfach nicht down. Na komm, wir versuchen es mal. Yeah. Ja, wobei, jetzt müsste er eigentlich down gehen, also meine Werte sind doch eigentlich ideal dafür. Ja, komm. Komm, nochmal, nochmal. Yeah. Oh, gestern. Nee, war das gestern oder heute früh? Ich weiß gar nicht. Ich habe fünfmal den angegriffen und es ging nicht. Es ging einfach nicht. Er ging einfach nicht down. Ich wusste selber nicht, wie es läuft. So, direkt im Eingangsbereich der Geisterstadt prescht ein aufdringlicher Blutinadeverkäufer zu dir vor. Bewaffnet mit einem Flaschenöffner zählt er zu den bisher hartnäckigsten Konkurrenten. Der meint es ernst. Ja, wollen wir doch mal schauen, ob er es ernst meint. Also von den Skills ist er noch nicht, ist er nicht viel besser als der Batman von gerade eben. Müssen wir mal schauen. Die haben natürlich alle viel Konditionen. Nochmal kritisch. Oh, schön ausgewichen. Oh, das war nötig. Gut gemacht. Nachdem du den Getränkeverkäufer umgeworfen hast, rollt sich dieser hoffnungslos auf dem Boden hin und her. Den etwas fiesen Flachwitz. Haha, du Flasche, kannst du dir an dieser Stelle nicht verkneifen. Ja. Super, zwei Spezialmissionen mit einmal hier, also zwei Spezialmissionen Gegner mit einmal hier besiegt. Aber die Items, die man hier bekommt, sind ja wirklich grottig. Also, okay, den werde ich hier. Ja, wobei, also ich habe Intuition mehr, Grips mehr, könnte vielleicht auch noch was werden, aber 300. Uiuiuiui, komm schon, kritisch, kritisch, nein, los, kritisch und ausweichen, ausweichen. Ah, schade. Ah, das war knapp. Soll ich noch einen machen? Ach komm, ich mach noch einen. Komm jetzt aber. Oh, wie kann der denn kritisch treffen? Ich verstehe es nicht. Das geht doch nicht. Leute, Leute, Leute. Ja, schön, ausweichen, ausweichen. Und nochmal kritisch. Komm, wir müssen nochmal kritisch treffen. Komm, Held. Komm, kritisch. Kritisch. Ja, und jetzt. Genau, und jetzt nochmal kritisch. Ah, kritisch. Oh, fuck. Yes. Yes, so muss es sein. Da haben sich doch die zwei Donuts gelohnt. So, jetzt hier, ganz kurz vor der Geisterbahn ist es soweit, die Security. Naja, mal schauen. Puh, schön ausgewichen. Obwohl ich weniger habe. 10% und ich habe 5%. Dafür habe ich 40,4%ige Chance hier auszuweichen, kritisch zu treffen. Ja, komm, kriegen wir auch noch hin. Komm, nochmal kritisch. Nochmal kritisch. Nochmal kritisch. Yes. Nein, da weicht die aus. What the fuck? Wollen die mich verarschen? Ah, komm, die zwei Donuts. Komm jetzt. Komm, den müssen wir noch kriegen. Der war so knapp. Das kann nicht sein, dass wir den hier jetzt hier nicht packen. Das ist doch nicht möglich. Schöner kritischer Treffer. Und nochmal. Nein, komm nochmal kritisch. Kritisch. Oh, nicht ausweichen. Leute. Ja, und jetzt ausweichen. Ja, jetzt. Wuhu. Nein. What the fuck?
67, Alter. Komm, komm. Ich muss den jetzt kriegen. Jetzt muss ich ihn haben. Jetzt. Komm schon. Komm schon. Die dürfen nicht ausweichen. Das. Ach. Komm schon. Scheiß. Security Männer. Oh, das ist ja ein ganz schlechter. Kein einziger Special Move hier. Na doch, jetzt. Von der Security natürlich nicht von mir. Oh Mann, ey. Meine Donuts gehen hier schon wieder drauf, ey. Komm. Jetzt aber. Yeah. Und nochmal. Ah, nochmal kritisch. Komm. Ey, 40%. Wir haben 5%. Muss aber was gehen hier. Ja, komm, und nochmal. Nochmal kritisch. Nochmal kritisch. Yeah. Oh, wieso denn nicht gleich so? Manometer. So, jetzt hier. Endlich am Ziel angelangt. Doch, natürlich ist es dir nicht vergönnt, die Geisterbahn zu betreten. Vielmehr stürzt sich das Monster Frankensteins auf dich. Sehr langsam, aber entschlossen. Naja, der wird jetzt, glaube ich, zu hart für mich. Auch wenn es von der Stufe her passen würde. Aber nein, das wird nix. Aber nun gut, jetzt werde ich. Okay, einen Versuch werde ich noch machen, dann. Oder werde ich noch einen Versuch machen? Nein, nein, nein. Nein, das bleibt so. Das war nicht. War kein guter Versuch. So, jetzt habe ich hier wieder Zeug, was ich verkaufen kann und was ich dann schön in meine Teamkasse spenden kann. Und ja, wenn wir schon bei der Teamkasse sind, dann kann ich euch auch gleich mal hier. Dann habe ich noch 2 Minuten Zeit. Ja, ich kann jetzt eigentlich wieder eine Stunde arbeiten gehen. Booster sind auch alle am Laufen. So, jetzt schauen wir mal hier. Ja, ich bin wieder auf Platz 65 durchgereicht worden, aber ich sag mal so, bevor wir keinen Vollausbau haben, werde ich hier noch nicht weiter Donuts reinstecken, um hier nach ganz oben zu kommen. Aber die holen sich hier natürlich schon einen richtigen Vorsprung, ey, 18.000. Aber naja, egal. Wir sind auf Platz 11 und ihr seht schon, 98%, ey, 98%. Es fehlen noch 4%, dann haben wir den Vollausbau. Uiuiui, es wird spannend. Schauen wir uns doch mal das Team an. Da muss ich so. Machen wir es so. Ja. 7. 7. 72.000 kostet der nächste Ausbau. Naja. Naja. Ich habe 376.000 Münzen gespendet. Delphi hat genau 300.000. Meuchelmeister. Uiuiui. Die haben aber ganz schön hier angezogen, zumindest der Meuchelmeister. Die anderen sind alle im grünen Bereich. Im Gegensatz zu mir. Ja, was soll ich jetzt noch groß zeigen? Ich kann ja noch mal in ein anderes Team gucken. Ach, ich kann mal gucken, gegen wen wir heute antreten. Wir treten, lasst mich nicht lügen. Die Avengers haben wir, glaube ich, wieder angegriffen. Die dürften ja genau 3 Trophäen und in der Stufe sind sie weiter unten als wir. Und schaut mal die Trophäen an. Ist das nicht göttlich? 3 Energietrophäen haben sie hier zur Auswahl, die wir ihnen klauen können. Nächster Platz für 500.000 Münzen. What the fuck? Wer hat denn das so mal eben auf der hohen Kante? Gildenhopper brauchen wir nicht. Alle, die hoppen, werden Igno gesetzt. Mario 19 und Barty. Mario 19. Ach so, das ist die Igno. Ich dachte schon. The Avengers never die. Regeln 25% bis 50% Booster. Spendet bis 75% des Einkommens. Also bitte. Bewerbung an Panzerfahrer und der Levante. Aha. Ja, sind auch gut dabei. Jetzt nicht so wie wir, aber auch gut. Mindestens 1500 Skillpunkte insgesamt. Wollen wir mal gucken, ob ich das erfüllen würde. Das ist aber sehr knapp. Also 1500 Skillpunkte, das ist sehr knapp. Ach ja, um nochmal zu beweisen, dass ich noch nicht geskillt habe. 5 Münzen, 5 Münzen, 5 Münzen, 5 Münzen. Oh, die Heldtat. Kaufe einen Fähigkeitspunkt. Ja, wie gesagt, ich skille erst bei Vollausbau. Ich hoffe, der wird hier heute gegen 12 Uhr geschehen. Ja, diese Heldentat werden wir heute auch bekommen. Dann, was, wie viel, was gab es hier? 3 Fähigkeitspunkte. Gut. Ja, was gibt es hier noch? Siege ein Schurken. Ich bin ja auch gespannt, wann der erste Schurke kommt. Die wollen ja. Das gewinnen wir heute auch. Knapp 2000 Erfahrung. Das ist. Ja, Erfahrung. So, 7 von 10 Tage aktiv. Eine Woche ist jetzt um. Und es läuft ordentlich hier auf dem Server. Oh, hier habe ich es auch fast. Aber ich habe. Ja, wenn. Trainingstrophäe können wir nicht erfangen. Also kriege ich die erst morgen. Ja, schade, schade, schade. Jo, erledigt. 47%. Schon fast 50%. Eieieiei. Das ist gut hier. Eine Nachricht von wen? Na komm. Delia?
Interessiert dich wahrscheinlich gar nicht, aber ich gucke mir gerade dein Profil an und sehe, dass du Let's Fabi bist. Ich habe schon einige Dinge von dir gesehen. Du hast eine sehr angenehme Stimme. Huh, wie nett. Danke, Delaya. Ha. Ja, Delaya ist in unserem Team schon die ganze Zeit und ich wusste gar nicht, dass sie nicht weiß, dass ich Let's Fabi bin. Aber naja, freut mich immer noch sehr, wenn ich Leute beeindrucken kann. Ja, ich mache jetzt hier noch einen Angriff. Bäh. Greifen wir die an. Oh ja, das dürfte klappen. Ja, sehr gut. So, und das war's jetzt auch schon. Ich werde jetzt einfach mal zu dem Teamkampf vom Samstag. Das war, glaube ich, war das unsere erste? Nein, das war unsere zweite Verteidigung, glaube ich. Nein, erste Verteidigung. Ja, bei unserer ersten Verteidigung werde ich jetzt gleich mal reinschalten. Und ja, ich verabschiede mich, sage Tschüss, bis ja. Bis dahin, wenn ich mein nächstes Let's Play aufnehme. Ciao, Leute. Ja, schon sehr ungewohnt hier wieder diesen Platz einzunehmen und nur den Teamkampf-Startbildschirm zu sehen. Aber ja, ich mache das jetzt mal, weil es wirklich ein sehr interessanter Kampf jetzt geworden ist. Es ist 18:02 Uhr, ist gerade ist erst das Bild hier auf den Bildschirm ja hochgeblobbt und ich kommentiere ihn jetzt mal hier durch für euch. So. Immer noch lieb am Start. Feuer uns mit ziemlich schlechter Skill und meiner Meinung nach, also Kraft und Kondition. Darauf sollte man am Anfang nicht sein Hauptaugenmerk legen. Naja, muss ja jeder ein wenig selbst entscheiden. Huntala mit Konditionsequipment ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Skillung für so einen Teamkampf. Ich habe das alles boah, bestimmt gestern dreimal gesagt oder so, dass man vielleicht mal PvP-Equipment anziehen sollte. Aber anscheinend rede ich hier bei den Neulingen bei Hero Zero na, irgendwie gegen eine Wand. Noch haben wir mehr Leute hier, aber man sieht auch jetzt schon hier bei Demon Hunter, also die 30, nee, sie haben eine Trophäe, wir haben drei Trophäen, das heißt 20% Malus für uns. Die schlagen hier schon ordentlich zu. Red R3D am Start für uns gegen Demon Hunter. Sie oder er mit der Skillmethode 1 ganz vernachlässigen. Ja, hat sie Glück, dass sie hier Demon Hunter besiegt, aber ich würde vielleicht von der Methode abgehen. Außer man tut dann wirklich, wenn man dann die Münzen-Skill davon nicht mehr und der Vollausbau dasteht, dann ordentlich reinpfeffern. So, noch sind wir im Vorsprung, das freut mich sehr. Sieht alles ganz gut aus für uns. Wir haben ja eh die Melonen noch vom Start. Die 15 Melonen haben noch keine aufgeladen, soweit ich weiß. Und ja. Ja, Madden 1982, 500 Grips und sonst alles niedrig. Also da sollte er auch nochmal Hand anlegen. Also das ist nicht unbedingt. Schaut, es gibt trotzdem noch die 5% für den Gegner. Und wie man gerade gesehen hat, die treten öfters ein, als es einem vielleicht lieb ist. Metzi 19 dürfte jetzt hier Ghost Dog besiegen. Und da ist unser Vorsprung wieder auf zwei Helden angeschwollen. Aber zwei Helden sind jetzt auch nicht unbedingt die Sache, wo man sagt, ja, man könnte sich sicher sein. Mika auch mit der Taktik, ja, eins ziemlich weit unten. 133, okay, geht noch. Aber trotzdem, im Gegensatz zum Krips 461. Naja, wenigstens ist er gut dabei und sagt, Krips hoch anstatt Intuition. Schön, hier sieht man kritischer Treffer gekommen und somit den Sieg für Mika herausgearbeitet. So, X12, BX Unknown jetzt am Start. Sie macht es natürlich komplett andersrum. Da wird sie jetzt ziemlich viele kritische Treffer einstecken, weil 60%. Naja, muss jeder selber wissen, ob er unbedingt Krips dann nach unten macht. Wenn man schon die Skill-Methode hier annimmt, dann sollte man es vielleicht auf Intuition machen und nicht unbedingt auf Krips, weil Krips, wie ich schon in meinem letzten LP sagte, Krips hat eine Wahrscheinlichkeit von 60%. Kritisch zu treffen und Intuition nur 40% auszuweichen. Von daher ist es sinnvoller, Intuition wegzulassen anstatt Krips. Aber naja, manche sind halt immer schlauer als andere. So, immer noch zwei vorne, das freut mich. MX Vortex wird jetzt hier besiegt. Aquastar startet hier in den Ring. Stufe 52, ich glaube, die haben alle noch nicht. Na doch, 52 kann ich schon, aber MX Vortex hat, glaube ich, noch nicht geskillt. Nicht geskillt. Nicht gelevelt.
Von daher so in Anführungsstrichen schlecht dabei. Aber wenigstens schon mal erfreulich, dass ich wenigstens zum Serverstart hier, also eine knappe Woche, naja, halbe Woche nach Serverstart, alle anmelden für so einen Kampf, beziehungsweise für diese Verteidigung, weil die Avengers haben uns angegriffen. Und ja, Azurus mit komplettem Konditionsequipment, ich verstehe es nicht. Wie soll denn das bitte helfen? Wie soll denn das gut ausgehen? Das geht doch nicht, das ist doch nicht möglich. Ach, Leute. Naja, wie gesagt, leerresistent, kann man nichts machen als Berater bzw. als Führer, Teamführer meine ich, als sie vielleicht mal darauf aufmerksam machen und mit einem Rauschmiss drohen oder was auch immer. Ja, Nuschel auf Server 2, noch in unserem Team. Hier hat er sich für ein anderes Team entschieden, namens The Avengers. Ist natürlich sein gutes Recht, wie man an den Skills sieht, hat er sicherlich auch, haben die nicht hier irgendwie 100% Münzspende, sondern dürfen sich auch skillen. Das ist ja bei uns nicht so. Wir hauen alles ins Team, damit wir frühzeitig den Vollausbau auf unserer Seite haben und dann die Ehrenrangliste von dem Team nach oben klettern. Ausbau wird uns eh erstmal keiner schlagen. Wir sind, glaube ich, knapp 20% vor dem zweiten. Also wir auf jedem Server rauschen wir dann nach oben. Liegt natürlich auch an der schönen Spenderbereitschaft unseres Teams. Auch wenn es einige nicht so ernst nehmen, der Großteil ist da schon gut dabei. Premutos in der Ehrenrangliste Single ist er auf Platz 1 oder 2 mit Rudi Ratlos. Beide in unserem Team. Und ja, der haut hier ordentlich was um. Und holt vielleicht sogar noch einen Vorsprung. Ja, genau. Wieder zwei Vorsprung. So muss es sein. Denise haut er auch noch einmal dagegen. Und jetzt muss er sich geschlagen geben. Promo. Wenn man jetzt mal die Unterschiede sieht, ne? Promo ist mit der Stufe höher. Aber von den Skills. Alter Schwede. Also da hat sie wirklich nur die Standardgegenstände genommen und keine Donut-Gegenstände gekauft. Ist natürlich ein gutes Recht, wenn man keine Donuts, also nicht allzu viel ins Spiel investieren möchte, dann muss man halt auf diese Möglichkeit gehen. League, wie ich schon sagte, das ist besser. Man gibt viel Krips rein, vernachlässigt dann Intuition und ja, damit haben wir eine 60% Chance hier kritisch zu treffen, anstelle nur einer 40% Chance, wenn man zum Ausweichen, falls man das ganz nach oben haut. Ja, hat ihnen jetzt nicht viel geholfen hier. Wir sind jetzt wieder gleich auf. Jedes Team hat noch einen weiteren Helden. Und Minato könnte jetzt unseren Vorsprung dahin machen. Megamet sie auch mit so einer fragwürdigen Skillung. Und wie man sieht, er hat nicht mal einen gekillt. Das ist natürlich jetzt schade, dass wir jetzt hinten liegen. Und wenn wir. Alter. Das ist natürlich jetzt. Jetzt läuft es langsam aus den Fugen. Hier wird ordentlich kritisch getroffen. Meister eigentlich jemand, der ordentlich skillt, also mit Gegenständen und so. Ja, Spheroid. Also Leute, das wird sehr eng, sage ich euch. Das wird arschknapp. Das werden wir. Ich lege mich jetzt fest, das werden wir nicht gewinnen. Das geht nicht. Rudi Ratlos wird es vielleicht Newborn, wenn er Glück hat mit der Melone, dass er nicht zu viel abzieht, könnte er vielleicht noch packen. Das wäre dann vielleicht noch ein Hoffnungsschimmer, aber nein. Da weicht er aus und das war's. Wir werden diesen Kampf verlieren. Delphi hat sich noch vor mich geschmuggelt mit seinen Missionen, die er vor uns noch eben erledigt hat. Ego ist hier auch Stufe 58, genauso wie ich. Ich war ja heute zwischenzeitlich mal auf Platz 1 der Heldenrangliste, das freut mich sehr. Also in der Stufe. Und ja, Ego ist jetzt hier gegen Markometz. Scheiße, ey. Sheldon Cooper, auch nur mit Konditionsequipment, aber seine, da hat man, da haben natürlich dann auch immer die falschen Glück mit der Melone, dass sie ordentlich Damage macht. Ja, Delphi besiegt jetzt hier Sheldon Cooper mit ihrer Melone, seiner Melone und The Levante wird hier Delphi besiegen und somit haben wir den Teamkampf verloren. Das ist schade. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir gewinnen das hier, aber es ist eine Verteidigung, wir können es nicht ändern. Von daher müssen wir die Verteidigung wie echte Männer nehmen. 1220 Ehre verloren. Ach du Scheiße. Und natürlich eine Energietrophäe, da wir drei hatten.
Ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Fabi.